Alle Wege führen zur Oktyabrskaja. Der Schwarze ist dort. Anna ist jetzt auch dort. In den Händen meiner Feinde. In den Händen des Verräters. Lisnitsky. Und damit willkommen zurück zu Metro Last Light. So, nachdem wir mal eine Runde rausgespielt worden sind, sind wir doch endlich mal wieder aufgewacht. Munitionstechnisch sieht es nicht besser aus. Muss ich jetzt mal so sagen. Okay. Ja, so gefällt ihm am besten. Tod. Und tot. Ganz tot. Ich glaube, ich bin hier oben reingekommen. Na, da durch dieses Loch. Gut, dann schauen wir mal, was uns jetzt das nächste ist. Na, zeig her das Ding. Die Opsa bricht zur Ringstation der Hanse durch. Finde und rette Anna. Tja, gut. Als hätten wir ja sonst nichts zu tun. Finden und retten wir Anna. Mal schon ein bisschen wieder Energie sammeln. Und hoffentlich bald mal wieder etwas Munition. Für unser liebstes Werkzeug, die Schrotflinte. Oh, wenn man vom Teufel tratscht, da kommt dann gelatscht. Nee, das. Doch, nehmen wir dich mal. Sind zwar zweimal bloß, aber. Und dann nochmal. 4 für dich. Gut aufgeteilt. Wunderschön. So. Gucken wir, ob hier hinten noch was ist. Da scheint nichts zu sein. Okay. Da hustet jemand. Ob das wohl die Anna ist? Die kleine Schnecke? Ich denke es mal schon, ne? Achte nur darauf, dass sie eine Gasmaske trägt. Wenn sie infiziert wird, ist sie tot und nützt uns nichts mehr. Okay. Was machen wir denn mit ihr? Sperrt sie ein und behaltet sie im Auge. Wenn irgendetwas passiert, rollt dein Kopf. Ich hole sie ab, wenn wir hier fertig sind. Tja, ich hätte das Messer hinterhergeworfen, einfach mal so prinzipiell. Aber das scheint wohl jetzt nicht so wichtig zu sein, dieses Messer. Oh, Ratten. Was machen Sie da? Bitte, Sie dürfen uns nicht töten. Wir haben den Befehl von der Führung der roten Linie, die Epidemie zu stoppen. Und ihr seid alle infiziert. So. Ihr habt den Mann gehört. Wir müssen euch töten, um die Metro zu retten. Okay. Aber wir haben nicht einmal Fieber. Wir sind... Und es hat keinen interessiert. Kannst du denn gar nichts treffen? Nicht einmal aus dieser Entfernung? Unglaublich. Das ist schon mal gut für mich. Was macht das schon? Der stirbt sowieso bald. Wir sind hier, um sicherzustellen, dass er stirbt. Gib ihm den Rest. Und? Na, zumindest hat er es hinter sich, da muss er keinen Schmerz mehr leiden. Der ganze Stiefel mit Scheiße bedeckt. Da kann man jetzt nichts dran machen. Sprüh Desinfektionsmittel darauf, wenn wir zurückkommen. Okay. Also geht es hier um ein Virus. Das ist schon mal nicht so gut. Die Maske kann ich nicht aufsetzen. Von daher brauche ich sie jetzt wahrscheinlich noch nicht. Aber ich sollte sie vielleicht eher aufsetzen. Oh, da geht's raus. Oh, na, lecker. Appetitlich sieht anders aus. Also gehen wir jetzt? Nein, lass uns erst eine Rauch in die Hände
Menschen. Wenn wir uns Zeit lassen, machen die es vielleicht, bevor wir ankommen. Okay, alles zu hier. Kann ich nichts gegen sagen. Die Lampe machen wir mal aus. Zusammen, wie schnell wir hier waren. Normalerweise kommen die Neuigkeiten, die überprüfen sie, machen Pläne. So, Messer auswählen. Das dauert eine Woche, mindestens. Zwei Wochen mit Politikern. Also was? Wir waren hier an dem Tag, nachdem es losging. Die okay. Haben nicht einmal angefangen zu sterben. Ah, so ist das also. Okay. Sieh mal, behalte das besser für dich. Macht für uns keinen Unterschied. Wir halten uns da raus, verstanden? Ja, natürlich. Okay, also sozusagen ist da irgendwas faul an der ganzen Sache, ja. Gut. Warum er es auch immer überlebt hat, ich weiß es nicht. Ich will es aber auch nicht wissen. Aber jetzt ist er tot. So. Oh, Entschuldigung, ich musste mal selbst warten. Sollen wir zwar normalerweise nicht machen, aber nein, schon. Ja. Mal ganz kurz hin und her tauschen für die Munition. So. Oh je. Wieder Tote. So viele Tote, so viele unschuldig Tote. Hast du auch eine Waffe gehabt? Ja. Da würde ich doch herzhaft gerne mit dir. Wenn ich deine Munition kriege. Und du meine nicht mehr vorhandene Munition hast. So, was haben wir denn hier? Oh, was ist denn das? Ein Fernglas. Nachtsichtgerät. Okay. Autsch! Das geht ja in die Ohren. Aber geil. Was bist denn du jetzt hier? Schrotflinte, ne? Och, erzähl mir ne. Ne, du bist... Na, Druckluft, irgendwas. Ne. Ich bleibe dann doch lieber bei meiner Schrotflinte. Dann kommen wir dich dann wieder. Und dann hat sich so. Sicherungskasten. Und nehme ich es mit? Ach, ich weiß es nicht. Na gut, ich bin jetzt auch schon mal in der Stings drin. Ne? Dann können wir es mal mitnehmen. So. Was habe ich denn davon? Ja, nee, komm. Och, dieses Licht, dieses Licht. Ich bleib ein jetzt, komm. Komm, bleib an. Ein mit dir. So. Könnte man eigentlich mal dieses Nachtsichtgerät ausrüsten. Es ist zwar scheiße hell. Aber cool. So, ab damit. Oh. Okay. Hier ist ja eine richtige... Leichenparty, würde ich sagen. Schauen wir mal hinten, ob da irgendwas ist, was wir gebrauchen könnten. Ja, ist doch wunderprächtig. Wie jetzt hätte ich es geahnt. Das Licht ist ja richtig pervers hell. Ah, guck an. Wieso sehe ich das mit dem Nachtsichtgerät nicht? Weil das Licht zu pervers hell ist. Okay. So, wir haben da einen stehen. Hören Sie auf zu quasseln, Soldat. Hä? Wir haben zu wenig Leute zum Entlassen. Also gehen Sie und holen Sie diese zwei aber zackig. Die sollen in zwei Minuten am Lager sein. Los! Okay. Jawohl. Ah, nochmal kurz verstecken. So. Und, hat jemand mitgekriegt? Ich stelle fest, nicht.
Gut, das ist ja schon mal nicht so ganz schlecht. Da ist leider nichts drin. Oder kommt einer? Und? Mist! Weg, Woche. Na? Du hast mich schon mal nicht unter Beschuss. Und, kommt noch mehr. So, dann wollen wir mal die Lichter ein bisschen erstmal ausziehen hier. Damit wir uns mal hier nicht dauernd sehen. Oh, Munition! So. Guckt euch an. So sieht das aus. Wunderprächtig. Na, du weißt noch nicht mehr, wo ich bin. Na, wo seid ihr? Ah, wunderprächtig. Na? Ich frage mich gerade echt, wo die sind. Ach, guck an. Na? Na, bleib doch mal ruhig. Oh, der erste tot. Nee, Mann, tot. Ach, erzähle doch mir nicht keine Geschichten. Oh. So. Irgendwas war hier gerade. Irgendwas war hier gerade. Ja, gerade. Ach ja, war da. Irgendwas für ein C, sag ich doch. So. Schön die Muni klauen. Was ist denn das für ein Gewehr? Das interessiert mich jetzt aber mal. Okay. So, da kann ich da hoch eigentlich, aber schon mal hier hinten gucken, ob hier hinten irgendwas ist. Abgesehen von dieser zusammengefallenen Leiche. Na, ist jetzt auch was da drin oder? Hätte Spaß aufgemacht. Mann, oh ja, das ist gut. Schnüffelstücke für 3 Minuten habe ich jetzt wieder. So. Greifen wir mal von oben an, oder was? Ah ja, gut. Ja, ganz ruhig bleiben, komm. Laufen wir ruhig in meine Schusslinie und ganz ruhig bleiben. Willst du schon wieder durch die Hausmauer schießen, oder wie? Komm jetzt rum jetzt hier. Schön erwischt. Ach, da drüben ist auch einer. Limmelbüchs. Habt ihr das gesehen?
Das ist ein Sack. Ein frecher Hund. Ein Colt ist das. Hurra. Ja. Dann haben wir 60 Schuss davon. Ja, können wir da zur Not mal mitnehmen. So. Und dann mal abwärts. Und alle Höpf. Hier ist nichts. Nö, das sieht wild tot aus. Nee, nee, ich will nur deinen Inhalt haben. Immer schön haben wir den Inhalt. Die Waffe sieht so irgendwie lustig aus, aber die gefällt mir nicht, weil die hatte keinen. Ist das hier kein Schalldämpfer? Nee, nee, das will ich auch nicht haben. Nö, nö, nö. Komm. So. Tot. Tot. Ach nee, Munition. Stehe ich eigentlich jetzt schon wieder? Ja, jetzt stehe ich wieder. Tresor. Und was haben wir drinne? Ein Hauch von nichts. Hauptsache, ich habe den scheiß Tresor aufgemacht. Das ist doch schon wieder zum. Da geht's raus. Da ist er. Was haben wir denn hier?